What's poppin', Party Peoples? Ich versuche die ganze Zeit mein Bikini-Oberteil mit Schaum zu bedecken, weil ich möchte auch ein bisschen den Anschein erwecken, als ob das hier eine intime Situation zwischen uns zweien ist. Frauen werden gesperrt, wenn sie ihre Nippel zeigen. Und das wollen wir nicht. Wir wollen nicht gesperrt werden. Ich könnte mir auch zwei Brüste basteln. Hallo. Noch kein Getränk reinschlonzen. Sind wir bereit? Ich glaube, wir sind bereit. Wie ist das Licht? Ich habe keine Ahnung. Wie ist das Bild? Bin ich scharf? Ich weiß es auch nicht. Ich habe gerade herausgefunden, wenn man in der Badewanne ein Video dreht, hat man äußerst verhältnismäßig sehr wenig Kontrolle über die Technik. Dieses Video ist ein bisschen bezugnehmend auf die Challenge, die ich und Kevin uns vor 2 Wochen gestellt haben. Wer das noch nicht gesehen hat, ich verlinke das hier oben. Mein Freund und ich haben uns gegenseitig Aufgaben für die Woche gegeben. Kevin sollte 1/2 Stunde am Tag meditieren und ich sollte 1/2 Stunde am Tag spazieren gehen. Ich hatte so ein bisschen damit gerechnet, dass ich vielleicht so ein bisschen ruhiger werde oder cooler in den Tag starte. Also ich hatte so ein bisschen mit so einer Entwicklung gerechnet, was passiert, wenn ich mir jeden Tag 1/2 Stunde Zeit nehme, um spazieren zu gehen. Turns out, dass das total schwierig für mich war. Das Problem und das Fazit auch dieser Challenge war, das erzähle ich auch im Video, dass ich totale Probleme habe, mir 1/2 Stunde Zeit am Tag für mich zu nehmen. Das ist quasi Information Nummer 1. Ja? Ich habe diese Challenge gemacht und habe gemerkt, krass, es fällt mir super schwer, mir 1/2 Stunde Zeit am Tag zu nehmen, um spazieren zu gehen. Kommen wir zum zweiten Teil der Geschichte, der erstmal unabhängig davon startet. Ich habe eine Freundin, die Anne heißt, die ist auch auf Instagram, kann ich euch unten in der Infobox verlinken, falls ihr irgendwie Interesse an so einem Zeug habt. Das, was ich euch jetzt erzähle, macht sie nämlich auch beruflich. Und ich habe Anne irgendwie erzählt, dass ich so ein paar Struggles in letzter Zeit habe und einfach nicht so ausgeglichen bin, wie ich das sonst bin. Was natürlich auch ziemlich bezeichnet ist fürs Jahr 2020 und Corona, aber irgendwie hatte ich schon das Gefühl, dass es dass es mir nicht so gut ging einfach im letzten Jahr, was auch ganz viele Gründe hat. Ja, ich weiß, aber trotzdem bin ich halt immer auf der Suche nach einer konstruktiven Lösung für mein Leben, dass ich wieder zufriedener und ausgeglichener werde. Und ich habe gemerkt, dass ich das einfach überhaupt gar nicht war und sehr, sehr viele Probleme in letzter Zeit so im Alltag einfach hatte, wo ich super gestresst war oder wütend oder unausgeglichen. Ja, und dann hatte sie mich gefragt, bevor wir heute telefonieren, was ist denn dein Grundproblem? Also worüber möchtest du sprechen? Und da habe ich gesagt, du, ich habe total das Problem, mich von Leuten abzugrenzen. Also ich habe ein großes Problem, mich abzugrenzen. Also zum Beispiel, das hatten wir schon 1000 Mal auf diesem Kanal. Ganz viele Videos passen genau zu diesem Thema fehlender Abgrenzung. Also zum Beispiel das Video Ich bin nicht authentisch habe ich mal gemacht, wo ich erzählt habe, dass ich ganz, ganz oft, wenn ich zum Beispiel Dienstleistern zum Beispiel nicht sage, was ich wirklich will, weil ich Angst habe, etwas Negatives in ihnen auszulösen. Und dann sage ich zum Beispiel ja und lächle und bin total freundlich, obwohl ich total unzufrieden bin und eigentlich Sachen nicht so cool finde. Und das. Dann habe ich vor Jahren mal ein Video gemacht, das hieß, ich fühle mich schuldig, wo ich erzählt habe, dass ich mich irgendwie schuldig fühle, dass ich dann, wenn ich zum Beispiel mehr Geld verdiene als jemand anders, das ist auch so eine fehlende Abgrenzung. So, was ich verdiene, hat einfach 0% damit zu tun, was eine Freundin verdient. Und wenn die 300, 400 oder sogar 1000 Euro weniger im Monat verdient, dann wieso muss ich mich direkt schuldig fühlen? So ist die Welt nun mal. Die einen verdienen dies, die anderen verdienen das. Und es ist ja jetzt nicht so, dass das in Situationen aufkommt, wo jemand vor mir steht, der wirklich Existenzprobleme hat oder so. Das ist auch dieses Problem mit der Abgrenzung. So, ich bin nicht du, du bist nicht ich. Ich lebe mein Leben und das beinhaltet gewisse Faktoren, wie wer ich bin, was ich für eine Arbeit mache, was für Hobbys ich habe. Das beinhaltet, wie glücklich ich bin. Aber immer diese unfassbare Angst, in jemand anderem etwas Negatives auslösen zu können, dann fällt es mir ganz, ganz doll schwer, mich davon abzugrenzen, wenn ich nicht so ausgeglichen bin. Ich weiß nicht, ein paar von euch können das vielleicht verstehen, aber ich hatte immer so das Gefühl, ich muss mich immer weiter zurückziehen, weil ich so viel, ich weiß nicht, auf einer Metaebene so viel
mitbekomme, was Gefühle, was ich auslösen könnte, ganz, ich liege natürlich auch nicht immer falsch damit. Manchmal habe ich auch Dinge nicht erzählt, weil ich Angst hatte, dass jemand neidisch oder missgünstig oder traurig sein könnte. Und dann hat sich im Nachhinein aber rausgestellt, dass derjenige, naja, das überhaupt gar nicht, dass er sich für mich gefreut hat. Ja, und ich glaube, also für die Leute, die das jetzt verwirrt, was ich hier erzähle, alles, was ich damit sagen will, ist, umso besser du eine Abgrenzung zu anderen Menschen hast und nicht immer nur bei anderen bist und bei anderen darüber nachdenkst, was wollen die, was möchte der gern von mir hören, was muss ich sagen, damit ich nicht auffalle, was muss ich sagen, damit jemand nicht neidisch, wütend, traurig, zweifelnd, sonst irgendwas, irgendwelche Gedanken in denen auslöst, wisst ihr? Weil ich nämlich ein ganz großes Problem damit habe, wie soll ich das sagen? Sagen wir jetzt mal, ich nehme jetzt mal ein total bescheuertes Beispiel, ja? Ich gucke eine Fernsehshow über, ich weiß nicht, jemand kauft sich ein Haus. So, und dann werden so 5 Interviews von Freunden gezeigt und 3 davon sagen, ja, weiß ich jetzt auch nicht, ich hätte auch gern so ein Haus. Und die erzählen irgendwie, sie sind neidisch oder missgünstig oder sie sind traurig, weil sie sich sowas nicht leisten können. Solche Dinge speichere ich so tief ab, dass wenn ich irgendwann an den Punkt komme, wo ich mir ein Haus kaufe, mir diese Interviews wieder einfallen und ich Angst habe, es meinen Freunden und meiner Familie zu sagen, weil ich denke, dass sie dann... dass ich dann was Negatives in denen auslöse. Ich würde sagen, das ist so ein richtig gutes Beispiel dafür, wenn man sich nicht von anderen Menschen abgrenzen kann, weil man sagt, hey, meine Emotionen sind meine Emotionen und deine Emotionen sind deine Emotionen. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, der für mich super lehrreich war. Habe ich zu ihr gesagt, ich möchte lernen, Grenzen zu setzen zu anderen Menschen. Und dann hat sie mir eine Gegenfrage gestellt. Und diese Gegenfrage war... hältst du deine eigenen Grenzen ein, die du dir steckst? Ja, und dann saß ich so, saß im Auto, als sie mir diese Sprachnachricht geschickt hat mit dieser Frage. Und dann habe ich gedacht, was bedeutet das denn, meine eigenen Grenzen einhalten? Dann habe ich sie gefragt, was meinst du damit, kannst du mir Beispiele nennen? Und dann meinte sie zu mir, naja, Regeln und Grenzen, die du für dich selbst setzt. Also zum Beispiel, du setzt dir die Regel, ich möchte 3-mal die Woche zum Sport gehen oder ich möchte mich gesünder ernähren oder ich möchte abends um 18 Uhr Feierabend haben oder ich möchte morgens eine halbe Stunde spazieren gehen oder ein Buch lesen oder all die Dinge, die du für dich tust. In dem Moment ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich halte meine eigenen Grenzen nicht ein. Ich stecke mir ständig Grenzen und denke darüber nach, so wie, ich kann euch jetzt 1000 Beispiele nehmen von Dingen, die ich mir vorgenommen habe. Ich ernähre mich ab jetzt gesünder, weil ich habe Probleme mit meinen Hormonen und das würde mir voll gut tun, mir regelmäßig Zeit für gesundes Kochen zu nehmen. Oder ich erlege mir jetzt diese 2-Tages-Regel auf, dass ich mindestens immer alle 3 Tage zum Sport gehen muss, weil ich weiß, dass das gut für mich wäre, weil ich ausgeglichener bin, wenn ich bewegt bin, wenn ich ein bewegtes Leben führe, wenn ich Sport mache. Punkt. Eine weitere Sache, ach Gott, mir fallen so viele Sachen ein. Ich möchte jeden Abend vorm Schlafen gehen eine halbe Stunde lesen, weil ich möchte das lesen. Ich möchte Bücher wieder zurück in mein Leben holen. Ich möchte nicht länger als 1,5 Stunden am Tag in Apps auf meinem Handy verbringen. Oder ich möchte jeden Sonntag ein YouTube-Video rausbringen, weil mir YouTube-Videos machen halt echt verdammt Spaß macht. Ach mein Gott, es gibt so viele Beispiele. Ich habe mir so auch banale Sachen wie, oh, ich möchte, dass sonntags mein Beauty-Tag wird und ich sonntags immer irgendwie ganz lange dusche oder bade und mir in Ruhe die Haare wasche und mir eine Gesichtsmaske mache. Sowas habe ich früher nämlich super, super gerne gemacht. Und was soll ich euch sagen? Ich halte nichts davon ein. Nichts. Und in dem Moment ist mir das erste Mal in meinem Leben dieser Zusammenhang bewusst geworden. Ich stehe nicht für meine eigenen Grenzen ein. Das Erste, was ich aus meiner Planung rausstreiche, das bin ich.
Wenn jemand etwas für Donnerstagabend von mir will, aber ich habe mir Donnerstagabend vorgenommen, keine Ahnung, ich wollte gerade sagen, Buffy zu gucken. Ich glaube, Buffy lief das früher nicht immer donnerstags. Cool, Jaco, das war vor 20 Jahren. Ja, gut, ich möchte Donnerstagabend Love Island gucken und möchte mir die Fingernägel lackieren und möchte mir eine Gesichtsmaske machen und komische, Poren aussaugende Geräte benutzen, die ich mir auf Instagram eventuell bestellt habe. Keine Ahnung, so Dinge, die man sich halt vornimmt. Und jemand ruft an und sagt, ja, Donnerstagnachmittag haben wir einen Termin. Und ich weiß dann aber, oh, okay, dann bin ich erst um 21 Uhr zu Hause. Mache ich. Ich streiche mich raus. Ich nehme mir vor, ich möchte eigentlich jeden Abend um 18 Uhr zu einem Kurs gehen im Fitnessstudio, weil ich merke, dass mir das voll gut tut. Also wenn ich irgendwie um 18 Uhr zum Kurs gehe und um 19 Uhr wiederkomme und dann in Ruhe esse und noch einen Film gucke oder so, das sind die schönsten Abende. Ach gut, da kommt ein Termin rein. Glaubt ihr, da frage ich irgendwie, können wir das vielleicht auf Donnerstagabend legen, sondern auf Freitag vormittags, weil es ist ja so, weil ab 18 Uhr mache ich Feierabend. Nö, verlege ich. Glaubt ihr, es gibt einfach so viele Dinge. Ich verschiebe alles, was ich für mich plane, verschiebe ich für jegliche andere Dinge und Verpflichtungen einfach. Also ich bin viel mehr damit beschäftigt, Dinge aus meinem Leben abzuhaken, um meine Angst vor Konsequenzen zu minimieren oder um es anderen recht zu machen, als einfach Dinge einzuhalten, die mir gut tun. Was passiert, wenn du gar keine eigenen Grenzen hast? Weil ja immer was dazwischen kommt und so weiter. Also ich habe eigentlich lange, lange Zeit in so einer Opfermentalität gelebt, in der ich immer gesagt habe so, Mann, ich würde es so gern machen, aber ich kann nicht, weil dann hat der angerufen und wollte das von mir und dann kam diese E-Mail und die wollten dann und dann ein Meeting, obwohl ich mir das und das vorgenommen habe. Und ja, das Wochenende, ich wollte ja am Wochenende mal Wochenende machen nach einem Jahr, aber das ging ja nicht, weil dann kam ja dieses Projekt rein und musste ich ja übers Wochenende arbeiten. Also ich begebe mich in eine Opferposition, obwohl ich ja die Macht habe zu sagen, nein, das ist meine Grenze. Und es gibt gewisse Grenzen, da diskutiere ich nicht drüber und an diesem Tag kann ich nicht. Auch wenn es was beruflich vielleicht Wichtiges ist, aber das kommt jetzt, da kommt eine Anfrage und ich habe die Möglichkeit zu sagen, nein, ich kann am Donnerstag nicht, ich kann am Freitag, weil es gibt eine Grenze und diese Grenze ist, dass zum Beispiel Donnerstagabends mein Sporttag ist oder mein Lesetag oder whatever. Versteht ihr, wie ich das meine? Und es war für mich irgendwie eine total schöne Erkenntnis, weil ich dachte, dass ich in dieses Gespräch mit meiner Freundin Anne reingehe und mit einer Aufgabe rauskomme, die bedeutet, ich muss andere Menschen verändern und meine Arbeit verändern, damit ich mich von anderen auch abgrenzen kann. Wisst ihr, also ich habe gedacht, ich muss im Außen etwas verändern, um im Innen glücklicher zu werden und zufriedener und ausgeglichener. Und turns out, ich muss nur im Innen etwas verändern, was ja viel einfacher ist, weil ich da direkten Zugriff drauf habe. Da muss ich keine Konfrontationsgespräche führen, da kann ich einfach sagen, nein, ich halte ab jetzt meine Grenzen ein. Ich gehe ab jetzt zweimal die Woche zum Sport. Ich mache ab jetzt um 18 Uhr Feierabend und ich habe keine Zeit nach 18 Uhr für geschäftliche Sachen und ich mache meine Mittagspause. Und ich lese mein Buch abends und es ist egal, ob mein Handy klingelt. Es ist einfach egal. Ich gehe da nicht ran, weil das ist der Moment, wo meine Grenze ist. Ich lese ein Buch. Ich spreche hier auch nicht von grenzenlosen Egoismus. Oh, glaub mir. Nein, nein, nein. Ich spreche hier von einem gesunden Anfangsmaß des Egoismuses, wo man einfach Dinge tut, von denen man weiß, dass sie gut für einen sind und dass eben man nicht der sympathischste und netteste und tollste Mensch auf der Welt ist, weil man den ganzen Tag der Spielball von Ereignissen ist. Der Spielball von Menschen, der Spielball von Anfragen, der Spielball der Arbeit, sondern wenn man seinen Ball einfach mal gezielt und kontrolliert selber loswirft. Und zwar dann, wann man es will und so, wie man es will. Ich wollte euch das erzählen, weil die Kanted-Kette damals oder überhaupt Kanted ist so krass bei euch eingeschlagen, weil es da ja auch genau um dieses Thema geht. Mach das, was du für richtig hältst und pass auf, dass du nicht das tust, was andere Leute von dir erwarten. Ich glaube, das ist so eine mit der größten Lektionen, die ich im Leben lernen muss. Deswegen zieht sich dieses Thema auch durch meinen Kanal und es würde bei mir nicht so einschlagen auf dem Kanal, wenn meine ZuschauerInnen mir nicht irgendwie super
ähnlich wären und die nicht auch dasselbe Problem haben und nicht en masse diese fucking Canted-Ketten bestellt werden würden mit Lebensgeschichten wie, oh mein Gott, ich zieh's jetzt durch und ich guck nicht nach links und rechts, auch wenn ich ganz doll Angst habe, was andere denken und was andere meinen und was andere sagen und was ich eigentlich tun sollte und wie schuldig ich mich fühle. Ja, und ich wollte euch das einfach mal mit auf den Weg geben, diese Frage: Habt ihr das Gefühl, dass ihr euch nicht abgrenzen könnt von anderen Menschen? Dass ihr so ein bisschen der Spielball anderer Menschen seid und ganz oft vielleicht auch wütend seid auf Anfragen, auf AnruferInnen? Habt ihr das Gefühl so, ihr findet nie Zeit für euch selber? Dann möchte ich einfach mal so diese Frage in den Raum werfen. Haltet ihr eure eigenen Grenzen ein? Ich wollte einfach diese Frage einmal an alle Leute, die diese fehlende Abgrenzung auch so krass spüren, emotional, zeitlich, arbeitstechnisch auf allen Ebenen, immer das Gefühl haben, ich kann mich nicht abgrenzen, ich bin immer bei anderen, ich denke immer nur über andere nach, ich bin nie bei mir. Haltet ihr eure eigenen Grenzen ein? Haltet ihr eure eigenen Regeln ein, die gut für euch sind? So, seid ihr streng genug zu euch, dass ihr schöne Dinge macht, die für euch gut sind und die euch glücklich machen? Ja. Mit dieser Frage entlasse ich euch jetzt. Schreibt mir eure Gedanken dazu gerne unten in die Kommentare. Ich habe auch das Gefühl, dass jetzt der Schaum gleich weg ist. Dafür ist YouTube Deutschland noch nicht bereit. Ihr seid süß und klein. Macht's gut.